Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte vorhin schon ein Center Shop Video gemacht, das lasse ich vielleicht online, vielleicht auch nicht, mal gucken. Aber ja, wie sollte es anders sein? Man macht natürlich das Video, lädt es hoch und auf einmal sind weitere Artikel zum Vorbestellen da. Die Vorbestellung läuft ab sofort, ihr könnt nur Verbünde vorbestellen. Ich zeige euch die mal hier ganz schnell, so sieht der Spaß aus. Wir aktualisieren aber auch mal, bevor gleich wieder irgendwas da ist, was noch nicht da war. Gut, es ist nach wie vor so. Ja, ihr könnt ab jetzt sofort vorbestellen bis 18 Uhr am 16.12., also gute 3 Wochen. Und am 28.12. müsst ihr den Spaß abholen. Ja, müsst natürlich vorab bezahlen dann, beweisen, dass ihr 18 seid, ne, Altersprüfung. Genau. Ja, fangen wir mal an. Ihr könnt, wie gesagt, nur Verbünde vorbestellen. Es ist alles von Volt, beziehungsweise, ja, Volt ist ja Leslie, ne? Deswegen, ihr habt hier auch überall das Logo dran. Fangen wir mal an. Präsident Pyro, 100 Euro würde ich persönlich noch mitnehmen. Ist auch der einzige Verbund von denen, die ich hier kenne. Bei den anderen schrecken mich auch ehrlich gesagt die Preise ein bisschen ab. Egal, ne? Präsident Pyro mitnehmen. Für 100 Euro kann man das noch machen. Rio Grande, 368 Schuss habt ihr da. Für 160 Euro. Gefolgt vom Galactic Storm. Für einen Huni bekommt er 100 Schuss. Weiß ich nicht, ist bestimmt als irgendwas anderes wieder sehr bekannt oder so, was mir jetzt nicht auffällt. Weil diese ganzen Umlabelungen und ja, Verbünde, da bin ich ja sowieso nicht so hinterher, wisst ihr ja, ne? Ich zünd halt lieber ganz viel Kleinzeug. Feuerwerksbatterie Golden Black Hole, 133 Schuss für 100 Euro. Übrigens könnt ihr hier auch so eine Vorschau haben, nochmal, ne? Wenn es immer lädt, hier abholbereit ab. Dann hier nochmal Sekunden, Effekte und Millimeter. 30 mm hat der Kasten sogar, okay. Sah jetzt nicht so groß aus. Ja, ne? Videos könnt ihr auf YouTube gucken. Dann haben wir hier 288 Schuss von der Shot of Anarchy für 250 Kröten. Ja, kann ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ich persönlich würde dann schon wieder sagen, nee, danke für 250, was ich da an einzelnen Premium-Batterien für kriege teilweise. Naja, die Clean Machine 100 Schuss, 100 Euro mit einem kleinen Psychospielchen. Hier haben wir 160 Euro angepriesen. Natürlich, na, ihr wisst es, wer im Verkauf arbeitet, weiß, ja, wie da gearbeitet wird. Die Pole Position. Ja gut, da meinte der Chili, glaube ich, dass das die Heisenberg ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, weiß ich nicht, 280 Kröten. Daneben haben wir für 260 Euro die Double Trouble, 205 Schuss. Die Red Vorks oder Forks, 136 Schuss für 180 Euro. Dann die Speed Trap, die mir persönlich gefällt. Ja, wir haben hier 4x56 Schuss, also es ist ein Verbund bestehend aus 4 Batterien. Ja, 224 Schuss insgesamt. Gefällt mir eigentlich, ja, ein bisschen günstiger wäre natürlich schön, ne? Jeder hat natürlich seine eigene Meinung. 130 Schuss Wolf Dog für 80 Patronen. Dann der Party Onkel. Ich denke mal, das wird sowas sein wie hier diese böse Serie, dass der da irgendwie reingehört war. Keine Ahnung, für 70 Euro bekommt er hier 180 Schuss. Würde ich jetzt nicht so das Beste erwarten, ja, wenn ich so die Schusszahl sehe für den Preis, ja. Aber wie gesagt, ich kenne natürlich auch nicht jeden Artikel. Die Fallerswürfe Bite, 70 Kröten. Der Bürgermeister hier ist auch ein kleiner. Na, also er ist nicht so groß, wie man denkt. Ne? Ein kleiner Kasten hier, so das Wort wollte ich sagen, für 70 Euro. Und zu guter Letzt die Neon Outburst für 100 Euro, 144 Schuss. Das ist halt auch hier so ein, ne, 4x36 Schuss Batterien so aufgebaut wie das Ding hier auch. Jetzt aktualisiere ich es nochmal, ob noch was Neues reinkam. Nee, ich hoffe, ich muss nicht noch ein drittes Video machen, dass jetzt alles da ist. Hier nochmal, ne, wie ihr es machen könnt. Bestellung erfolgt ganz einfach. Ihr packt das Ding hier zum Beispiel, Präsident Pyro, jetzt einfach mal in den Warenkorb. Der ist dann hier, Warenkorb anzeigen. Wenn er denn mal hier irgendwas laden würde, aber irgendwie, ja, ist die Seite sehr langsam. Hier seht ihr nochmal alles, weiter zur Kasse. Coupon, falls ihr einen habt, eingeben, ne? Ich habe natürlich keinen. Dann haben wir hier Anrede, keine Ahnung, was ihr seid, ne, auswählen, Vorname und Nachname und halt alles, was hier steht. Ne, es sollte selbsterklärend sein. Eine E-Mail und Telefonnummer wird natürlich benötigt für irgendwelche Absprachen. Ne, kann man sich denken. Dann habt ihr hier Search Locations. Da müsst ihr halt draufklicken und eure Postleitzahl eingeben, falls ihr einen Center Shop bei euch habt. Müsst ihr mal gucken. Ich habe da jetzt keine Postleitzahl oder so. Ich glaube, die sind größtenteils wie heißt es, NRW oder nur NRW sogar. Ja, schaut da einfach mal nach, gebt eure Postleitzahl ein. Ich denke mal, da wird auch eine angegeben, die in eurer Nähe ist. Kreditkarte zur Bezahlung, Giropay und PayPal.
Für die meisten wird PayPal wahrscheinlich am einfachsten sein. Eine Kreditkarte ist selbsterklärend. CVC ist halt die Prüfnummer, die dreistellige auf der Rückseite. Gültiges Datum. Giropay ist auch selbsterklärend. Und PayPal am einfachsten, würde ich mal sagen. Damit werden wahrscheinlich auch die meisten bezahlen und dann einfach kostenpflichtig bestellen. Das werde ich natürlich nicht machen, weil ich den ganzen Spaß nicht haben will und der Schuppen halt auch nicht bei mir ist. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.